This shit is not random. It's my world and I do what I like to. I know she gonna be ready when I slide through. If you forgot I got it, I'll remind you. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Team Credit Clan Channel. Und wie ihr wahrscheinlich schon hören könnt, ist eine neue Stimme da. Und ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ich bin Leon, komme aus NRW, wohne in der Nähe von Köln. Und wie gesagt, ich bin jetzt ein neuer Kommentator hier auf dem Team Credit Clan Channel. Und bevor ich erstmal laber, im Hintergrund seht ihr eine 140er Gunstreak von dem lieben Gerd erspielt. Auf Slums Multiteam Stellung auf jeden Fall ein richtig Hammer Gameplay, muss ich sagen. Wirklich, ich habe auch damals Black Ops 2 gespielt und sowas ist für mich einfach unvorstellbar. Das ist echt Wahnsinn. Respekt an Gerd. Und ich erkläre jetzt einfach mal, wie ich dazu gekommen bin, beziehungsweise wie ich jetzt Kommentator für den Team Credit Clan Channel bin. Und zwar, damals in der Black Ops 2 Zeit war ich auch schon in vielen Clans unterwegs und habe mir so gedacht, ja, warum nicht mal Gameplayer-Spieler oder Kommentator? Hab das dann auch gemacht, also war Kommentator und Gameplayer-Spieler. Aber da die Black Ops 2 Zeit ja jetzt schon, ja, ich sag mal, vorbei ist, habe ich mir jetzt nochmal vor kurzem gedacht, such dir doch einfach nochmal einen Clan in Black Ops 3, wo du vielleicht Gameplayer-Spieler bist oder auch Kommentator. Aber da ich jetzt nicht mehr so gut in Black Ops 3 bin, dachte ich mir so, ja, bleibst du lieber Kommentator, weil es einfach angenehmer ist, anstatt die ganze Zeit zu Gameplays rauszuhauen, finde ich. Und so habe ich mich vor kurzem nochmal bei ein paar Clans beworben. Hab so Sachen hingeschrieben von wegen, ja, hey, such den Kommentator. Und Team Credit war einfach so für mich mit die erste Wahl, weil einfach die Videos stimmen, die Leute stimmen, geile Gameplays, Hammeraufnahmen einfach. Und ja, das sieht man heutzutage eigentlich recht selten. Und deswegen habe ich gedacht, ja, schreib's einfach mal hin. Und ja, wie gesagt, so bin ich jetzt halt zum Kommentator gekommen. Und damals war ich in Black Ops 2, wie schon gesagt, auch Gameplayer-Spieler, aber Black Ops 2 und Black Ops 3 ist vom Gameplay her einfach nicht zu vergleichen, finde ich. In Black Ops 2 war alles am Boden, beziehungsweise kurz in der Luft mit einem Scuff, aber in Black Ops 3 kannst du an den Wänden langlaufen, kannst du rutschen wie auf Eis und es ist einfach, ja, für mich kein angenehmes Gameplay mehr, irgendwas zu erspielen. Und ich persönlich bin zwar nicht wirklich gut, aber jetzt auch nicht schlecht im Black Ops 3, aber es reicht halt nicht für einen Gameplayer-Spieler. Deswegen habe ich mir gedacht, werde einfach Kommentator, weil die ganzen Freunde von mir, die sagen so, ja, Leon, du kannst richtig gut labern, du kannst Leute unterhalten, wieso machst du nicht nochmal irgendwie was in Richtung so Gameplay-Kommentator oder so? Und ich habe mir gedacht, ja, okay, Jungs, ihr habt recht. Und ja, so habe ich dem Team Credit geschrieben, meint so, ja, ey, such den Kommentator, beziehungsweise ich habe es auch noch auf YouTube gesehen, habe mir fast alle Videos von ihnen eigentlich angeguckt. Ich fand die Intros geil. Die Gameplays sind echt hammermäßig. Das ist Wahnsinn, was die Jungs drauf haben. Und ich bin einfach stolz, auch die Gameplays von ihnen kommentieren zu dürfen, beziehungsweise halt, ja, als Kommentator jetzt in diesem Clan zu dienen und einfach die Sachen zu kommentieren. Und nochmal auf jeden Fall danke an Credit Luxus und ja, an den ganzen Clan, die ich jetzt wahrscheinlich als Kommentator willkommen heißen zu dürfen. Und ich bin echt mega gehypt und freue mich wirklich mega. Ja, wie gesagt, das Gameplay ist eine 140er Gunstreak nochmal zum Erwähnen. Natürlich zu Null. Wie soll es auch anders sein mit der AN? Und ja, danke an den ganzen Clan, wirklich mega geile Aktion. Und vielleicht werdet ihr mich ja auch schon bald in den nächsten Videos hören oder auch sehen, aber ich denke, es bleibt bei hören. Und das war es von mir. Ich bin einfach wirklich mega froh und ja, ich lasse das Gameplay jetzt einfach noch zu Ende laufen. Es sind nicht mehr viele Sekunden. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal.